Hallo und herzlich willkommen hier auf Blue Frame Video. Ja, wir haben wieder eine kleine Katastrophe hier im Ödental diesmal zwischen Schalksmühle und Brügge. Gibt es eine Art Tal, was da so heißt, und hinter mir da oben kann man sehen, da hat der Wald gebrannt. Das hat gestern angefangen. Ich muss tatsächlich aufs Datum gucken. Am 14. August. Am 14. August 2022 hat das Feuer angefangen zu wüten da oben. Es ist rasend schnell, hat sich ausgebreitet, weil ich halte die Kamera mal eben drauf, wie es da im Moment aussieht. Das Feuer scheint aus zu sein, weil es gibt keinen Qualm mehr. Man würde das sehen, vor allen Dingen auch riechen. Bis nach da runter, ungefähr 10 Kilometer Luftlinie, hat es gestern Abend richtig derbe gestunken, weil die Windrichtung genau darunter ging. Ja, Wind war da und die Trockenheit im Jahr 2022 hat dazu geführt, dass dieser Brand da sich rasend schnell ausgebreitet hat. Er war kurz vor Lüdenscheid. Das war brenzlig und kritisch. Aber ich denke, die Feuerwehrleute haben das in den Griff bekommen. Und deswegen sind die jetzt noch in dem Gelände. Und da gibt es Brandnester, die immer wieder auffackeln können. Und die werden gerade noch gelöscht, bis alles tatsächlich aus ist. Ich weiß nicht, ob die Drohnen haben und diese Glutnester ausfindig machen. Das würde vielleicht Sinn machen. Kann sein. Mittlerweile ist es ja üblich so, dass die Feuerwehr sowas hat. Und damit haben die das in Schach behalten. Ich hoffe, da ist auch keiner zu Schaden gekommen. Da habe ich keine Informationen drüber. B54 ist komplett gesperrt. Das ist die Ausweichstrecke der A45. Das ist natürlich sehr tragisch im Moment. Da staut sich der Verkehr. Der muss jetzt nochmal großzügig umgeleitet werden. Das ist eine ziemliche Belastung dafür, aber das geht natürlich nicht anders, weil so hohe Berge, wie wir hier in diesem Tal haben, in diesem Volmetal, wo wir leben, ist es schwierig, wasserlogistisch da oben hochzubekommen. Wir haben ja die Volme hier, da ist ja Wasser drin. Nicht die Masse, aber für so ein Waldbrandlöschen reicht es auf jeden Fall. Es fließt ja immer Wasser nach, aber man muss auch die Druckpumpen haben, vielleicht sogar Zwischenstationen, kann sein, weiß ich nicht, dass man das Wasser da hochkriegt. Und das war eine der Schwierigkeiten hier, was denen aber gelungen ist. Und herzlichen Glückwunsch für diese Leistung, die da erbracht wurde. Gerade bei der Hitze, die wir hatten gestern. Dann noch die schweren Uniformen und dann die Hitze des Waldbrandes. Also Chapeau. Danke, Jungs, dass ihr das gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder hier auf Blue Frame Video für die folgenden Berichte. Ihr dürft mich auch abonnieren hier. Ich tauche dann öfter mal auf bei euch und dann sehen wir uns hier wieder. Macht's gut.